Four Seasons TV präsentiert Traumziele für Trekkingtouren. Tourtipp Nummer 1 befindet sich im Süden Baden-Württembergs. Der Schwarzwälder Schluchtensteig. In 6 Tagesetappen führt er von Stühlingen nach Wehr. Das Besondere, ein Drittel der 119 Kilometer langen Strecke taucht tief in grüne Schluchten ein. Abkühlung garantiert. Und deshalb unser Trekking-Tipp für die heißen Sommermonate Juni bis August. Mit 4000 Höhenmetern ist der Schwarzwälder Schluchtensteig zwar anspruchsvoll, aber für jeden zu bewältigen, auch für Kinder. Die Tagesetappen sind mit 18 bis 22 Kilometer überschaubar. Die Pfade selbst sind naturbelassen, erfordern aber Trittsicherheit. Unser Tipp, wer keine ganze Woche Zeit hat, kann die einzelnen Etappen auch als Eintagesausflug planen. Ein spezieller Schluchtensteig-Busfahrplan ermöglicht eine entspannte An- und Abreise. Während es unterwegs nicht auf allen Tagesetappen Einkehrmöglichkeiten gibt, bieten die Etappenziele aber immer lohnenswerte Hütten. Auch zum Übernachten, in der besten Reisezeit von April bis Oktober. Unser zweites Trekking-Traumziel befindet sich im nordschwedischen Teil Lapplands. Der Kungsleden, zu Deutsch Königspfad. Dieser Fernwanderweg ist insgesamt fast 800 Kilometer lang und beeindruckt durch raue Landschaft und schier unendliche Weiten. Die ersten 400 Kilometer im Norden sind die anspruchsvolleren und daher nicht für jeden zu empfehlen. Anders der Teilabschnitt im Süden, zwischen Abisko und Sälen. Länge 110 Kilometer, Dauer 5 bis 6 Tage. Die XXL-Wasserflasche kann man hier getrost zu Hause lassen. Das Wasser hat Trinkqualität und Bäche passiert man sowieso in regelmäßigen Abständen. Unser Four Seasons-Tipp, übernachten Sie nicht nur in Hütten, sondern nutzen Sie das schwedische Allemannsräten, das Jedermannsrecht. Man darf unterwegs überall sein Zelt aufschlagen, solange man auf Fauna und Flora achtet. Beste Trekkingzeit für den Kungsleden in Schweden ist Juni bis Ende August. Weiter zu unserem dritten Traumziel. Für alle, die gerne mehrere Tage am Stück wandern. Die Südinsel Neuseelands. Das Besondere, von Nord nach Süd kann man auf knapp 1000 Kilometern mehrere Vegetationszonen durchwandern. Für den Abel-Tasman Coast Trek im Norden der Südinsel sollte man 3 bis 5 Tage einplanen. Er ist einer der sogenannten Great Walks Neuseelands. Berühmt für einen tollen Ausblick und traumhafte Strände. Gut 460 Kilometer weiter im Süden wartet die Gletschergegend um Mount Cook und den Fox-Gletscher. Egal ob einen Tag oder mehrere Tage, Gletschertouren sind beeindruckend, aber anspruchsvoll. Für unerfahrene Trekker ist ein ausgebildeter Guide ein Muss. Equipment kann man vor Ort mieten. Ganz unten an der Südküste der Insel liegen die Catlins, das Eldorado für alle Tierfreunde unter den Treckern. Auf unterschiedlichen Küstenwanderungen kann man die sehr seltenen Gelbaugen-Pinguine in freier Wildbahn beobachten oder auch direkt am Strand die neuseeländischen Seebären und Seelöwen. Für Trekkingtouren auf ihrer beliebten Südinsel empfehlen die Neuseeländer ihre warmen Monate von Oktober bis April. Wasserspiele im heimatlichen Schwarzwälder Schluchtensteig bestaunen, sich in der unendlichen Weite Lapplands die Seele freilaufen oder mit allen Sinnen in die vielfältige Natur Neuseelands eintauchen. So wird Trekking garantiert zum Traumurlaub.